Die 12 Tore zur himmlischen Stadt. Tor 5. Das Sardonyx-Tor. Das fünfte Tor der himmlischen Stadt ist der Ausdruck höchster Gerechtigkeit, göttlichen Lebensrechtes und somit Gottes selber. Der Weg, der durch dieses Tor in die Königreiche der Seligkeit führt, kann aber nur von jenen lichten Heldenwesen beschritten werden, die der in ihnen lebenden höchsten Minne Gottes und daher auch ihren Artgenossen gegenüber unwandelbar treu bleiben. In wem diese hehre Minne aber erloschen ist, der bleibt unvermählt. Das heißt, er wird sich nie mit dem unvergänglichen Glück, mit Siegvater, vereinigen können. Das fünfte Perlentor der himmlischen Stadt entspricht dem Untergrund aus Sardonyx. Er schimmert rot und weiß, und das ist von besonderer Bedeutung, wenn man seine Verwandtschaft mit dem fünften Orte der Nativität in Betracht zieht. Dieser Edelstein aber gibt uns folgende Kunde. Das Heil, das in der Vollendung und Schönheit göttlichen, lebendigen Rechtswillens liegt, kann allein dein Ich wahren, durch Wille und Tat im Sinne der Artordnung. So enden die Macht und der Zwang der Not und des Todes. Irrtum und Leidenschaft wandeln sich durch die Kühnheit der Wahrhaftigkeit zum Sieg, denn dadurch wird auch das Blut als höchstes irdisches Gut, als Träger des Geistes, bewahrt. Hier findet der idealste Vollendungswillen der Schöpfung seine unbeschreiblich sieghafte Verklärung. Wer das Göttliche in allem, was lebt, bewusst fördern will und wirklich fördert mit allem ihm eigentümlichen Kräften, der ist wahrhaftig der Diener aller, im höchsten und heldischen Sinne. Ein solcher Mensch hat Siegvater wirklich erschaut und erkannt, und darum ist er zur Erkenntnis seiner selbst gekommen, zur Erkenntnis der unendlichen und erhabenen Aufgaben, die ihm die Minne Gottes seit Urzeit schon zugewiesen hat. Darum ist der Sardonyx der Spender der wahren Bescheidenheit und gibt ein weises und kluges Urteil. Das ist somit auch gar nicht wunderbar. Denn wo das Leben aus Gott reinleuchtet, wo keine Schlacken der Tiefe mehr vorhanden sind, strahlt auch die unendlich gütige göttliche Weisheit des Weltenschöpfers und Lenkers. Und wenn dieser Edelstein auch noch keusch macht, dann hat das eben nur den Sinn, dass der gottbewusste, ario-heroische Mensch unwillkürlich und auch bewusst alles Unreine und Niederrassige meidet wie die Pest. Hier wird uns die Heiligkeit des Lebens aus Siegvater mit ganz besonderer Eindringlichkeit vor Augen geführt. Unser Verantwortungsgefühl, unserem eigenen Gewissen und somit auch Gott gegenüber, soll auf die stärkste Weise angespornt werden, damit das Glück der Himmel in uns seine seligen Gluten aufflammen lässt. Das fünfte Tor erschließt uns das eigentliche Geheimnis der tätigen und göttlichen, artreinen, vollendeten Liebe, der Gottesminne selber. Jede Vermischung ist etwas Verderbliches, da sie Edleres hindert. Alles Edle stammt aber aus den Reichen des ewigen Geistes, nämlich Gottes. Göttlich-Geistiges und Erhaben-Seelisches will aber den Stoff des Irdischen mit den Lichtstrahlen unvergänglich schimmernder Schönheit durchleuchten und durchwärmen. Eine jede Empfindung, die Erlösung und Hohes beseelt, ist daher ein Bote, ein Engel aus rosigen Höhen, der uns verkündet, dass wir auf dem rechten Wege des Lebens und der Freude das Ziel zu erreichen trachten. Aus diesem Grunde besagt die leuchtende Schrift über dem Eingang des fünften Tores: Zerstöre nie eine beseligende, edle und ideale Hoffnung eines Menschen, denn dadurch beraubst du ihn seiner seelischen Schwingen. Hohe Empfindungen sind dir ein Beweis dafür, dass die dich beseelende Gotteskraft auch schon beginnt, in dem anderen zu erwachen.
Daher ist jedes hohe, ideale und artbewusst liebende Wollen ein Siegel der Wirksamkeit göttlicher Kraft aus dem Quell des ewigen Lebens. Siegvater aber will nur und ausschließlich die Erhaltung alles dessen, was sich nach Vollkommenheit und unvergänglichen Gottesadel sehnt. Denn er selber ist ja das ewige Leben in unausdenkbarer Herrlichkeit. Darum hilf und unterstütze mit der leidenschaftlichen Kraft deiner Seele alle, die des guten und ehrlichen Willens sind, den Weg des Heldenheilandes zu suchen und zu finden, jenen heiligen Kampf übertobten Weg, der immer im unvergänglichen Leben endet und zu Siegvaters Herzen führt. Zerstöre und vernichte nur das, was dieser gottgewollten heiligsten Entwicklung entgegensteht, vor allem aber in dir selber. Denn im feindlichen Lager sind jene finsteren Todesmächte und deren Kreaturen, die aus eigensüchtigen Beweggründen die Edelvölker der Erde um ihr ihnen von Gott bestimmtes Glück betrügen. Daher die praktische Vervollkommnung in geistiger und seelischer Beziehung vollbewusst verneinen und damit gegen das göttliche Artgesetz, gegen den Willen des Christus Frau Yarahari verstoßen. Jene Satansknechte, die die bewussten Förderer und Werkzeuge der fürchterlichsten Not auf Erden waren, sind uns noch und noch sein werden, bist du, Enkel aus dem Heldenblute der Goten, ihnen den unbarmherzigsten Kampf bis aufs Messer angesagt und auch durchgeführt hast. Das ist deine höchste Pflicht aus göttlicher Vernunft. Seligster, reinster und höchster Genuss wird nur jenen heroischen Königsnaturen zuteil, die völlig das Niedere in sich vernichtet haben und auf alles Unedle gern und freudig verzichteten. Niederes ist aber immer ein Ausfluss der Artbewusstlosigkeit in irgendeiner Form. Und es ist gänzlich gleichgültig, ob der Geist der Niederung pseudowissenschaftlich von bezahlten Schranzen oder nach den Dogmen irgendwelcher Kirchen, Sekten oder Gemeinschaften abgestempelt ist. Seien wir ehrlich. Artbewusstlos ist jede niedere und niedrige Handlungsweise, jede kleinliche Gehässigkeit oder bequeme Unterlassungssünde dem eigenen Artgenossen gegenüber. Artbewusstlos ist das Unterlassen jeder guten Tat, durch die ich einem anderen Menschen meiner Art helfen könnte. Artbewusstlos ist auch jener halbwegs germanische Mensch, der im Hinblick auf die vom Niederrassentum geleiteten wissenschaftlichen oder sonstigen Pseudo-Autoritäten sich nur unter Einschränkung erbärmlicher Art zu den Führern seines edleren Blutes zu bekennen wagt. Unsere ganze Presse völkischer Art wagt sich immer noch nicht an den Namen des Aman Lanz von Liebenfels heran, und eine völkische Zeitung brachte es sogar fertig, über den Altmeister Guido von List auf eine Anfrage hinzuschreiben, er brächte zwar manches Interessante, wäre aber mit Kritik zu lesen. Genau dasselbe redet uns der Chandale vor. Es ist auf unserer Seite ein betrübendes Muster der Artbewusstlosigkeit und Feigheit. Unbedingte und liebevollste Hingabe in der Förderung und Pflege alles dessen, was noch in unserer Art wahrhaft edel und damit entwicklungsfähig ist, und eine Treue, die durch keine noch so satanisch ausgetüftelte Intrige erschüttert werden kann, hilft allein. Treue ist das in der Seele entzündende Feuer des himmlischen Geistes. Alles das liegt verborgen im Sinnbild des fünften Tores und dem fünften Orte der Nativität, dem Bereich der lichtsprühenden Sonne. Echte Minne und wahrhaftige Treue zum Artgesetz des Christus Frau Yarahari ist der einzig untrügliche Ausweis der berufenden Kinder der Sonne und des Lichtes, die infolge ihrer Verbundenheit und Einheit mit Siegvater unverletzlich für die entsetzlich seelenlose Brunst der Niederrassen, der Chandalen, geworden sind und infolgedessen den irdischen Tod auch nicht fürchten, der nur scheinbar ihrer eigentlichen Entwicklung ein Ziel setzt.
Da sie die göttliche Schöpfer- und Zeugungskraft nicht missbrauchen, durchbrechen sie in stürmischen Siegesjubel die wabernde Lohe der niederen, Geist und Seele schädigenden Chandala-Brunst und finden dann körperhaft das Sehen ihres seligsten Wunsches zur beglückendsten Wahrheit geworden. Ihnen allein kündet das Wort des musikalischen Dichtergenies aus Bayreuth kein Hindernis. Wer meine Speere Spitze fürchtet, durchschreite das Feuer nie. Wisse darum, dass jede irdische Minne, die du pflegst, ein wahrer und erhabener Gottesdienst zu sein hat. Wehe dem, der diese Empfindung trügt oder gar vergiftet, durch artbewusstlose Selbstsucht und gemeine Gier. Er hat die Sünde wider die Heiligkeit Siegvaters begangen, die niemals vergeben werden kann, weder hier noch dort. Ehe du deine Geliebte küssest, erwecke in dir zu einem donnernden Siegesbadet die Klänge der unermesslichen Welten im unendlichen Heiligtum Siegvaters, damit du dir deiner von Gott verliehenen Herrlichkeit dankbar bewusst wirst. So nur wird jede minnige Vereinigung zu einer Freude der himmlischen und irdischen, und die Länder werden sich mit einem Geschlecht königlicher Engelmenschen bevölkern. Die Schöpferkraft Gottes wird immer herrschen, herrlicher offenbar, und die Nacht- und leidgraue Erde zu einem Paradiesesgarten des unendlichen Himmels. Krankheit und Leid schwinden, und immer jubelnder werden wir uns der Minne aus Siegvaters Herzen bewusst, so dass wir vollbewusst und mit unfassbarer Freude vollbewusst singen und sagen dürfen: Es ist wahrhaftig eine Lust zu leben. Wird dieses Ziel aber nicht gewollt und dadurch auch erreicht, dann dämmert das Ende der heute noch bewohnten Erdteile unseres Planeten herauf. Denn eine Pöbelhorde der Rasselosen und Chandalen, mit oder ohne Millionenbesitz oder Titel, hat kein Recht, auf Kosten des Edlen und Göttlichen zu leben und die bewohnbare Erde zu einem Schreckensorte unserer Sonnenwelt zu gestalten. Sind wir aber noch in irgendeiner Hinsicht wahre Nachkommen der gotischen Heldengeschlechter, dann wird uns auch der Kampf gegen die Mächte der Hölle, gegen die Mächte des Todes zu einem Siegesfest. Heil uns, die wir gewürdigt sind, für unsere unvergängliche Liebe kämpfen zu dürfen. Den feigen Todesschlaf werfen wir für alle Zeiten von uns. Seitdem die Mordgier höllenbesessener Niederrassenbestien den Bestand der Menschen unserer, der germanisch-idealistisch-heroischen Art, auf das Allerernstlichste gefährdet, in voller Bewusstheit ihrer verbrecherisch-irrsinnigen Machtlüsternheit. Darum bekennt euch offen und ohne Scheu, ihr letzten Gotenkinder, zu euren Führern und Geschwistern. Fördert euch in tiefster Art bewusster Nächstenliebe, und die Macht der Niederrassen ist gebrochen. Die bestand überhaupt nur in unserer Zerrissenheit. Im Kampf gegen die Chandala-Bestialität gibt es alle Zeit für uns nur die eine Kampffront, und alles andere ist eitel und albern. Spendet Freude, Freude und nochmals Freude euren Artnächsten, und der Vater, der ins Verborgene sieht, wird euch öffentlich vergelten. Dadurch helft ihr mittelbar auch den unentwickelten und krankhaften Niederrassen im Sinne gottgewollter Entwicklung. Das ist die Brücke, die in eine edlere und bessere Zukunft führt. Welch ein wundersam tiefer Zusammenhang liegt dabei in dem äußeren Umstande, dass in unserer waffenklirrenden und siegkündenden Edda die fünfte Sonnenburg das herrliche habende Glanzheim ist, wo die göttliche Schöpferkraft im Bereich des Irdischen besonders leuchtend in Erscheinung tritt, wo die unsterbliche Ichheit und die mit ihr verbundene Seele mit dem der letzteren entsprechenden Körper umhüllt wird. Daraus ergibt sich, mit aller nur wünschenswerten Deutlichkeit, dass diese Burg sinndeutlich für die ewige Schöpfer- und Zeugungskraft des göttlichen Geistes ist. Sie ist überall dort vorhanden, wo sich ein neues Werden und ein aus diesem ergebenden neues Sein offenbart. Wer diese Macht missbraucht und ein neues Werden und Sein verhindert, auch im Verkehr mit dem wirklichen Ehegatten, der nicht immer gleichbedeutend ist mit der Eintragung ins Register
der Standesamtes, der verfällt den Mächten des Todes und des Vergehens, ebenso wie jener, der Art bewusstlose Unzucht mit Niederrassigen treibt. Die Vollendung der irdischen Schöpfung, deren gewollte und bewusste Entwicklung im Sinne Siegvaters, des lebenatmenden Heldenheilandes aus dem Reiche der tausend Ewigkeiten, darin allein liegt die unsere würdige Aufgabe, als arioheroische Sonnenkinder. Das ist das goldene Hochziel der irdischen Kinder des göttlichen Heilsgeistes. Wer das erkannt hat, der kann sich wohl einmal verirren, wie der Gralskönig Parzival auf seiner Suche nach dem Heiligen Gral, aber er erreicht auch, wie er die Erlösung aus allem Wahn und allem Irrtum. So erklingt uns auch am Ende irdischer Herfahrt wonnig, wie Märchenglockenklang, der ergreifende Segens- und Siegessang der himmlischen Engelchöre, so wie Richard Wagner im Parzival dies erwähnte. Höchsten heiles Wunder, Erlösung dem Erlöser. Hat uns das fünfte Tor, das Geheimnis der tätigen, göttlichen, artreinen und vollendeten Minne erschlossen, so führt uns nun in der nächsten Folge das sechste Tor in seinem an kristallklaren Meerwasser erinnernden Perlenglanz zu der Erkenntnis, dass allein aufgrund der artbewussten, auslesenden und göttlichen Minne ein wahres Dienen möglich ist, in dem bereits die Fülle künftigen Glückes beschlossen liegt. Fortsetzung folgt.